order we could. Ist das die Aufnahme, die du gemacht hast? Ja, das... keine Ahnung. Jetzt ist das weg. Spul mal zurück. Zu weit. Ja, mein Lieben, wir haben ein bisschen nachgeforscht und haben rausgefunden, dass diese Box ein Radio hat. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass das Radio anspringt und Musik abspielt, die zu dieser Zeit passt? Also, das ist schon ein bisschen creepy. Was? Hä? Wie geht das denn? Wie geht das? Das ist eine Kamera und kommt ja keine Musik. Ich wollte gerade sagen, also kein Radiosender drin. Oder ist in dieser Box ein Radio? Nein. Nein. Das ist einfach nur Lautsprecher. Das ist eine Verstärker. Das ist, was der Marc hat. Hm? Irgendwo kommt ein Hallo. Irgendwo musst du die Scheiße ins Kabel kommen. Ist jetzt weg, ne? Ja, das Kabel ist hier drin. Das ist aber jetzt zu unserem Föhn, ne? Ich mach nochmal zurück, wo wir eben waren. Ja, aber wir hatten doch gerade kein Radio laufen. Nein, aber vielleicht ist es in diese Aufnahme. Vielleicht ist es auf der Aufnahme drauf. Genau. So, warte. Da waren wir. Kannst du die Musik nochmal abspielen lassen? Alle. War das ein Knurren? Ja. Das war ein Knurren. Hast du mich eben angeknurrt? Ist hier jemand? Kannst du noch mal knurren? Komm doch mal her! Oder soll ich mal zu dir kommen? Auch wenn mir ganz unwohl dabei ist. Kann man dir vielleicht irgendwie helfen? Kannst du vielleicht deinen Namen sagen? Mein Name ist Asi von Ghost X und das ist die Jenny von Ghost X. Hallo. Warum hast du eben geknurrt? Bist du sauer, dass hier so viele sind? Oder sollen wir gehen von hier? Dankeschön. Wenn du meinst, wir sollen gehen, kannst du diese Tür schließen? Er braucht Hilfe. Aber keiner hört ihm zu. Und er kommt mit etwas nicht klar. Das habe ich schon vorher gesagt. Also ich meine das nicht böse. Du brauchst Hilfe. Wenn du Hilfe brauchst, dann schließ mal die Tür, dann wissen wir, dass du Hilfe brauchst. Kannst du das? Kannst du die Tür schließen? Oder kannst du gegen diese Tür klopfen? Weil angeknurrt hast du mich ja auch eben. Nimm die Energie aus meiner Taschenlampe dafür. Jenny, leg mal die 2 Meter, so 1 Meter vor dir auf dem Boden. Das soll einen Türrahmen vielleicht lehnen? Hm? Ja, so 1 Meter. Guck mal, die Jenny hat dir so ein Gerät dahingelegt, das blinken kann, wenn du das berührst. Vielleicht ist das Gerät besser als die Tür. Ich habe schon 2 Stunden. Wenn ich jetzt Schmerztabletten nehme, dann bin ich ausgeschaltet. Die Isa hat gesagt, dass du es nicht böse meinst, weil du bist sauer, weil dir keiner zuhört. Stimmt das? Jetzt hören wir dir zu. Stimmt das? Wenn das stimmt, kannst du das Lichtchen ausschlagen lassen, dass das rot wird? Weil wir sind hier, um dir zuzuhören oder dir zu helfen. Du brauchst auf jeden Fall keine Angst oder sauer auf uns zu sein. Leute, wir machen jetzt die Session hier direkt, gell? Nur zur Info. Okay. Ich habe deinen Batman-Zweck entfremdet, Jenny.
zum Besitzen. Mhm. Also wir gehen jetzt in den anderen Raum. Wenn du magst, kannst du mitkommen. Wie Assi schon sagt, du brauchst auf jeden Fall keine Angst zu haben. Du kannst gern mit uns Kontakt aufnehmen. Wir tun dir auch nichts. Wir wollen dir helfen. Und wie Isa sagt, du wärst sauer, weil dir keiner zuhört. Wir sind da, um dir zuzuhören. Nimm jetzt das Gerät wieder weg. Wir gehen jetzt wieder zurück in den anderen Raum. Wenn du magst, kannst du uns ja folgen, okay? Du kannst hier gerne auch noch ein bisschen sammeln. Und wenn du Energie brauchst aus unseren Lampen, kannst du gerne was nehmen. Ich hab da vorne meine Fotofahne. Ich hab's Ding einfach gemacht. Ja. Durchspült. Das ist keine Beleidigung? Ja, heißt so. Also, kommt von Assistent, ne? Und nicht von asozial. Von Assistent, achso. Steht im Duden, kannst du nachlesen. Ja, ich weiß das. Thank you.
Wer hat denn hier irgendeine Geburt? Wo denn vorne? Hast du geknurrt, weil du sauer bist, weil dir keiner zuhört? Wir können dir zuhören, wenn du unseren Namen verrätst. Dein Name Thomas? Oder Thomas? Tanja? Lux? Wie viele Entitäten sind denn hier anwesend? Drei. Ich habe ja eigentlich vor, nachher zu versuchen, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der hier des Öfteren zu Gast war. Das wollte ich eigentlich später machen, aber ich frage jetzt einfach mal. Ist Hermann Göring bei uns? Ich hab's gern gehört, wie Job. Hab ich auch gehört, wie Job. Ja, so, Job. Hab ich auch gehört, wie Job. Hermann Göring. Sind Sie hier bei uns? Sie brauchen keine Angst vor uns zu haben. Wir würden uns gern mit Ihnen unterhalten. Können wir dir irgendwie helfen?
Wenn hier noch Soldaten anwesend sind, macht doch mal ein Geräusch. Schlagt mal irgendwo dagegen. Schmeißt mal irgendwas um. Aber so richtig laut, dass wir das auch hören. Kann jemand so euch wissen? Irgendwas? Ja, einfach so ein paar Fragen stellen oder so irgendwas, was man halt so weiß, wenn man jemanden sonst locken kann. Weil oben hat ja auch zwei kleine Leute gesagt auf Russisch, und das eher recht gut ausgesprochen hat. Hat man gute Reaktion bekommen. Gibt es hier jemanden, dem man helfen kann? Das Teleskop, wie heißt das? Zum Abhören. Das sind. Okay. Jemand hat das im Hals. Jetzt hast du ja genug Energie gezogen. Jetzt kannst du auch mit uns sprechen, oder? Nein, der Laser. Ich hab da eben gerade einen neuen Akku reingemacht. Sag jetzt mal alle Namen. Und wenn du willst, dass einer von diesen Personen zum Verarschen. Spielst du gerade mit dem Licht? Versuchst du die Energie zu ziehen? Du kannst dir so viel Energie ziehen, wie du möchtest. Soll ich mal in den Raum reinkommen? Nee, der Kopf ist fest. Ich gehe dem hinterher, Asi. Du brauchst keine Angst zu haben vor uns. Guck mal, du hast jetzt die ganze Batterie leer gezogen. Jetzt müsstest du doch Kraft haben ohne Ende, oder?
Stimmt das von der Geschichte, die uns vom Eigentümer, der Schwiegersohn, erzählt hat, dass sich hier jemand umgebracht hat? Weil er so verzweifelt war und Angst hatte? Ich denke mal, das ist noch zu früh. Ja, doch, es kalibriert, aber es kommt nicht. Hat jemand die EVP gerät? Aber Asi hat ja keine. Ja, weil hier ist eine Präsenz. Oh, danke. Wen spürst du? Männliche.
Präsenz. Wo denn? Arzt. Den kann ich gerade. Hier. An der linken Seite. Soll ich da hingehen? Ja, kannst du. Sag Stopp. Im Dunkeln, sag Stopp. Stopp. Paulus? Paulus. Ich muss an meine Tochter Paulina denken. Irgendwas mit Paulus. Und Leonardo DiCaprio muss ich denken. Also einer von den Namen. Leonardo. Mit sowas ist immer direkt Scheiße. Ja. Sonst werten wir das aus als EVP. Wer ist denn der Mann, der hier bei uns ist? Der Besitzer, Malika. Weiß jemand gerade auswendig, wie der hieß? Paulus, irgendwas mit Paul. Paulus? Ist hier ein Paulus? 62. Die Entität, die hier anwesend ist, kann gerne mal in unsere Mitte kommen. Ein Arzt. Und das Gerät berühren, was auf dem Boden liegt. Ich habe Migräne, können Sie mir helfen? Ich brauche Medikamente. Meine Schritte? Hier, rechts. Irgendwo ist ein Schritt. Ich habe auch hinten sind Schritte. Was quietscht hier so? Hat jemand von euch Magenprobleme oder Herzprobleme? Oder Probleme mit Kopfschmerzen, wie sagt man das auf Deutsch? Diese Migräne. Migräne. Oder Darmprobleme? Darm. 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 Nein, allgemein. Ja, so ein bisschen öfter schon. Magenprobleme. Nein, der zeigt mir was anderes. Vielleicht, wie er zuständig ist. Meistens Kopfschmerzen. Wie sagst du, hast du gesagt? Migräne. Wow, ist der sich selbst sicher? Das ist mein Haus. Ich hab's gebaut. Oh, oh, oh. Dein Gerät ist wohl ausgeschlagen. Aber volle Kanne ausgeschlagen. Ja, er sagt, es ist mein Haus. Das kam sie nicht mit dem Bein geblutet. Würden Sie das nochmal berühren, das Gerät in Ellies Hand? Bitte? Laura, alles okay? Ich weiß, ich höre es. Also, magst du kurz rausgehen? Sind wir hier nicht willkommen bei Ihnen? Doch, doch, aber er hat so viele Patienten, dass er nicht viel Zeit hat. Okay. Er lebt immer noch. In seinem Ding lebt er. Okay. Rauch. Ja, wegen dem vielen Rauch. Nee, kannst du bitte meine beiden Fackeln abnehmen? Ja. Die auf dem Boden liegen oder so. Mein Sohn. Mein Sohn. Mein Sohn. Jungs. Ich kann nicht so nicht kommen. Der macht seinem Sohn Vorwürfe. Er hat etwas getan, was er nicht tun dürfte. Mhm. Der hat hier aber gelebt. Mhm. Das war der... Welche warst du? Zweiter Besitzer? Der hat das aufgebaut. Zugebaut, aufgebaut. Also warte. Der Sohn... Moment. Ich
diese Hakenkreuz wieder, ne? Mhm. SS oder so. Er hatte mit denen zu tun gehabt. Entzugklinik. Mhm. Ja. Ja, also dann tatsächlich. Er hatte aber, nicht, er war kein Nazi, aber die sind hier gekommen. Mhm. Zum Anzug. Das Gerät schlägt wieder aus. Ja. Also er hat es damals an seinen Sohn weitergegeben und der Sohn hat es an die Nationalsozialisten verkauft. Ja? Ja. Ja, der kommt damit nicht klar. Mhm. Weil ich glaube, sein Sohn, er zeigt mir seinen Sohn auch mit dieser, wie sagt man das, das zum Abhören, um Hals rum. Teleskop oder wie sagt man das? Zum Abhören? Stethoskop. Ja, der sollte das eigentlich weiterführen. Ne? Mhm. Ja, das haben die Nazis verkauft. Ja. Genau. Und der kommt damit nicht klar. Guck mal, was haben sie damit gemacht? Mhm. Und seine Persönlichkeit, er ist ein Mensch, er ist er ist sehr präzise, der liebt Herausforderungen, Forschungen. Wie sagt man, wenn jemand sehr penibel ist? Penibel. Perfektionist. Ja. Perfektionist. Ja, genau. Alles muss seine Ordnung haben. Er mag Sport. Mhm. Isa, wo ist er gerade? Da. Ich sehe ihn auch am Kamin, als ich hier reinkam. Kann es sein, dass etwas hier gerade rumgeht? Ja, der bewegt sich. Der ist mal da. Auf dem Boden oder? Nee, ich sehe die ganze Zeit Orbs, ja, ja. Die immer wieder kommen, über euch gehen. Ja, ja. Ich aufleuchten, verschwinden. Der will erzählen Geschichte, aber ich komme so schnell wie Deutsch nicht vorwärts. Moment. Stur, auch sehr stur, aber sehr guter Arzt. Und er sagt, Salus patientis. Oh, mein Herz pocht. Suprema. Und irgendwas. Was bedeutet das? Lex esto. Irgendwas über Patienten. Wolbe. Der sagt, kannst du nicht Deutsch? Rede vernünftig. Das Wohl des Patienten ist das Wichtigste oder oberste Priorität. Gesetz. Da wollte noch so viel machen. Wie alt warst du, als du gestorben bist? In der 60er. 60er plus minus. Kam vorhin nicht aus der Box 68? Nein, nein, ist mit 70 kann. Mhm. Ich habe 63 oder 36, aber 36. Und ich habe die 9. 9 oder 6 umgekehrt. Ich kann das nicht so richtig. Und das, was, wie heißt das Medikament, was ich vorher aufgeschrieben habe, da spricht man dauernd davon auch. Morphin? Ja, Isa, kannst du ihn was fragen? Ich bin eigentlich schon raus, aber ich versuch's fast. Frag ihn mal, es war damals ja ein Lazarett. Ja. Von den Deutschen und dann später von den Russen. Sowjet. Rein, ja. Sowjet. Richtig. Kannst du ihn fragen, weil damals war das meist... Du kannst ihn selber fragen. So. Damals, du sagst ja sehr oft, dieses Rezept bzw. dieses Medikament Morphium, es wurde damals sehr oft verbunden mit Kriegswunden, um Soldaten von ihrem Leid. Bei Orbs sind wir ja immer sehr, sehr vorsichtig, wie ihr wisst. Nur was jetzt passiert, finde ich persönlich richtig krass.
und die anderen vom Team auch. Es fliegt was auf die Isa zu und in dem Moment sagt sie, die Entität ist wieder da. Also das ist schon sehr merkwürdig. Und von ihrem Schmerz schnell zu befreien, um sie wieder einsatzfähig zu machen. Viele sind davon abhängig geworden und kamen dann es wieder da. Zum Kur, zum Therapie, zum Entzug kamen die. Der hat sich aber auch mit, da zeigt mir Wasser, fließende Wasser, also Bewegung, irgendwas mit Lunge, irgendwas mit Heilung, mit Tuberkulose? Nein. Was Sport betrifft, Ausdauer auf Lunge oder Lungenfunktionstest? Das gibt ja, irgendwas sowas. Und ich sehe ihn an seinem Schreibtisch. Tut mir leid. Das ist dieses, wie Labor, weißt du, dass er tut irgendwas testen, mischen, testen. Der war sehr fleißig. Ne? Okay. Ja. Und die, eine Krankenschwester ist hier ums Leben gekommen. Aber ich nehme sie nicht wahr. Das ist das, was er mir zeigt. Ne? Okay. Kann das nicht eben eine Oberschwester. Krankenschwester, ja. Oberschwester. Jetzt habe ich vergessen. Ich muss mal labern lassen. Am Anfang hat das keinen Zusammenhang, aber irgendwann. Ja, mit der hat er Affäre gehabt. Er hat gesagt, ich habe meine Frau. Gerda geliebt, aber die Schwester war schon und dann noch so stolz, ja. Weil sie gemacht hat ihre Arbeit, richtig gemacht hat. Ne? Dann musste sich, er war nett, aber da war sehr strenger Arzt. Da musste richtig, ja, und jetzt guckt ihr das alles an. Ihr könnt mit ihm jetzt auch ein bisschen, wenn ihr wollt. Ich bin fertig. Du hast das ja hier alles mitbekommen. Liegen hier auf dem Gelände Leichen vergraben? Ja. Wenn ich sofort sage, dann. Ja. Kannst du uns sagen, wo? Nein. Darfst du uns das sagen? Nein. Der ärgert sich auch, dass zu viele Neugierige kommen. Ja. Mhm. Er akzeptiert das, das nicht akzeptiert, toleriert das. Ja. Kommt nicht, um zu zerstören. Mhm. Ja. Das ist mein Haus, mein Schloss. Ja. Schloss. Also wir sind nicht hier, um das Gebäude zu zerstören. Das sagen alle. Ja. Das versprechen wir. Schlägt aus. Wir sind nicht hier, um irgendwas zu zerstören. Er hat eine Macke gehabt. Weißt du, was er immer gemacht hat? Gib mir deine Nägel. So. So? Ja, ich sehe ihn hier wohnt. Und der sitzt, der hat viel gearbeitet, auch nicht. Thank you.
Die kleine Mädchen, die hier immer rumrennt. Ja. Sie ist sehr präsent. Sie ist so ein Wirbelsturm. Die tanzt gerne. Die tanzt gerne. Und sie liebt Kleider. Hallo. Wie heißt du denn, Kleine? Kannst du das nochmal sagen? Ich habe das nicht verstanden. Heißt du vielleicht Rose? Rose? Rosalie? Ja. 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 Hab ich aufgeschrieben, Rose. Aber ich hab noch andere Namen. Irgendwas mit Lucrezia. Da habe ich Maria und Karin. Magst du mal zu uns hierher kommen, Kleine? Wir haben Bälle. Brauchst du vielleicht Hilfe? Du hattest doch vorhin gesagt, dass sie nach ihrer Mutter sucht. Ich habe das in der Karte gehabt. Sie kommt von hier nicht weg. Weg. Flasche. Nein, Flasche. Ja? Sie ist noch unter dem Papier. Kleines, viele kommen hier, um etwas zu suchen. Kannst du uns vielleicht verraten, ob irgendwo etwas versteckt ist? Ja, nein. Nein, das ist genau wie vorher. Warum dürft ihr uns denn nicht sagen, wo das ist? Sie darf vieles nicht sagen, weil ich habe die Blockadekarte zwischen gehabt. Der Weg? Welcher Weg denn? Norden. Ich hab's Norden die ganze Zeit. Irgendwo nach Norden. Ich sehe eine Goldmine und Fragezeichen. Nazi-Gold. Also, irgendwas. Nazi-Gold. Die vermuten hier das Nazi-Gold. Okay. Nazi-Schätze. Schätze. Gibt's so etwas hier? Jungs? Stift ein. Sie ist jetzt noch da. Können wir dir helfen, dass du vielleicht zu deiner Mama gehen kannst? Nein. Warum können wir dir nicht helfen? Hilfe! Ich hab's. Ja, wir wollen dir ja helfen. Was hält dich an diesem Ort? Warum verbleibst du hier?
mich mal interessieren würde. Bist du hier gestorben? Also sie vermitteln mir das Gefühl, ja. Ja. Ja, hier. Bist du hier ermordet worden? Kleine, warst du krank? Ja. 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 Was hattest du denn? Schmerzen? Durfte deine Mama nicht bei dir sein? Hattest du was Ansteckendes? Warst du herzkrank? Was für eine Krankheit hattest du denn? Ich glaube, ihr ist gar nicht bewusst, was sie wirklich hatte. Wie alt bist du denn? Denn das war ein Junge, ne? Der im Kindergarten. Ich würde sagen, steht jeder mal eine Runde. Ich glaube ja. Hm. Ich? Ich habe schon gestellt. Ja, aber. Wie heißt du? Krass. Ist ja ein kleiner Junge? Der hier verstorben ist? Das war ein kleiner Junge, stimmt. Ich oder ich? Echt? Ich. David? Wie alt seid ihr? Ich hab vier verstanden. Vier, ja. Hast du dich erschreckt? Kannst du dich bemerkbar machen? Keine Zicke. Was für Hilfe braucht ihr denn, um von hier wegzukommen? Auf dich hat sie jetzt gerade gerankt. Alter, da kann ich gerade Assi raus. Assi, deine Flanke.
Wie können wir dir helfen, deine Mama zu finden? Magst du überhaupt deine Mama finden? Wie so ein Wein des Jahres. Mhm. Ja. Weint andauernd jemand. So klagisch. Nicht so. Einfach raushören. Elli? Genau. Hey. Hey. Hast du gerne draußen getanzt, wenn die Sonne rauskam? Ja. Oh. Oben? Weißt du, wo deine Mama ist? Wie heißt denn deine Mama? Da kam was. Da war irgendwas gewesen. Nochmal die Frage, wie heißt deine Mama? Und du hast die Hure aufgeschrieben. Ja. Vielleicht ist das. Hat deine Mutter hier getanzt? Vielleicht ist es die, wo unten erdrosselt worden ist, wo du gesehen hast. Vielleicht ist das ihre Mama. Mhm. Ist deine Mama hier getötet worden? Die ist auf Mama sehr empfindlich. Da hat sie jetzt gerade gelacht, ne? Ja. Kennst du jemanden mit Namen Angel? Celine oder Selina? Britta oder Brigitte? Wie ist der Name deiner Vater? Wie hieß dein Vater? Wie war der Name von deinem Papa? Hast du Ingrid verstanden? Ja. Wie ist der Name des Mannes, der hier Krasnaya Krasiva Suka, der uns als Hundin bezeichnet? Yeah.
Magst du die Laura? Doch, die hat an dir gehangen. Es ist an Ellie und dann an dir. Das ist auch Ellie. Ciao. Ja. Weißt du, wie dein Papa heißt? So, meine Lieben, wir haben uns jetzt mal frisch gemacht. Beziehungsweise Päuschen. Laura ist fix und fertig. Die ist schon schlafen gegangen. Wir haben es auch sehr, sehr früh. Sind auch langsam fertig, aber wir wollen noch was probieren. Wir wollen noch ein bisschen triggern. Wir haben jetzt noch die neue Wärmebildkamera am Start. Wenn was Cooles bei rauskommt, kriegt das natürlich eingeblendet. Ansonsten machen wir jetzt hier oben nochmal eine Spiritbox-Sitzung. Mal gucken, was bei rauskommt. Weil Spiritbox haben wir vorhin nicht gemacht, ne? Ja. Mhm. Nur EVP hatten wir drin gemacht. Doch, wir hatten noch Spiritbox. Nein. Aber nicht hier drinnen, ne? Hier drinnen nicht. Nein, nein. Es geht ja hier drinnen. Ja, mal schauen, was wir mit der Spiritbox hier noch kriegen. Ne? Was war nochmal Angel, glaube ich, hatten wir, ne? Angel, und ich glaube, sie heißt Angela Angelica. In der richtigen Namen. Okay. Okay. Gut, probieren wir es mal. Das wollte ich noch gestern sagen. Mit Thomas hat man gehört. Genau, genau. Und wie war dann dein Name denn? Auf Russisch Sanja. Sanja, Alexander, Alex. Genau, Alex, Alexander. Und so. So, wir sind jetzt aber hier oben mit einem anderen Gerät. Da könnt ihr besser mit uns kommunizieren. Ist da noch jemand anwesend, der eben hier anwesend war? Vielleicht der Sanja oder der Thomas? Oder Angel? Wurdet ihr denn hier zum Tanzen gezwungen? Die Mädchen, die hier gearbeitet haben, haben dieses freiwillig gemacht. Wer hat denn hier vorhin auf den Assi reagiert? Salja! Bist du hier? Weiß jemand von euch etwas über die Mädchen, die hier vor Ort ist? Angelis, das ist deine Tochter?
dann auch die Kinder hier von den Tänzerinnen? Von wo kamen die Frauen, die hier getanzt haben? Gearbeitet. Schau mal, das grüne Licht, was hier leuchtet. Dann darfst du dich gerne nähern. Oder warst du vielleicht die Tochter von jemand, von dem Besitzer, Malika. Das sind gerade Einfälle. Weiß jemand, wie die Tochter von Chagall heißt? Oder? Nein. Von Chagall? Der war ja hier, an der Treppe hat er ja posiert. Mit seiner Frau und seiner Tochter. Bist du die Tochter von Chagall?
Sachen noch. Ich weiß, dass du gerne tanzt und singst. Hast du ein Lieblingslied? Können wir auch triggern, oder? Zu welchem Lied hast du am liebsten getanzt? Sie muss aber mit jemandem, der hier mit dem Ort zu tun, also Disco zu tun, haben. Mhm. Weil vorhin, wie sie tanzt, wie sie summt, ja, das hat sie irgendwo hier aufgeschnappt. Okay. Kannst du uns verraten, wie dein Lieblingslied heißt? Kannst du vielleicht dein Lieblingslied durch die Box laufen lassen? Der Dan hatte eben auf seiner Kamera ein Lied aus alten Zeiten. War das dein Lieblingslied? Du hast für mich viele blaue Kälte an dir. Hier waren keine Kälte hier. Mhm. Hier ist auch hier so ein Beinbereich. Bist du hier bei mir? Weil mir wird gerade mega kalt an den Beinen. Ja, mir auch diese Arbeit. Geht das noch? Ja, dann geht das. Bist du beim Assi? Wie kann ich dir helfen? Weil du suchst ja bestimmt einen Schutz oder sowas bei mir. Sonst würdest du dich nicht so an mich klammern. Ja, jetzt fliegt wieder etwas durchs Bild, was für mich persönlich aussieht wie ein Orb. Aber jetzt ist eure Meinung gefragt. Was denkt ihr denn darüber? Findet ihr auch, dass es ein Orb ist oder könnte es was anderes sein? Ich bin mal neugierig. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, was es sein könnte. Nehmen wir mal irgendwo Gegenklopf. Guck mal, ich weiß, dass du hier bist. Ich habe so ein Gerät in der Hand mit einem Lämpchen. Wenn du das Gerät berührst, wird das Lämpchen rot. Kannst du das mal versuchen? Ja? Du brauchst von mir keine Angst zu haben. Ja, dreh dich ein bisschen so 10 Grad nach deiner linken Seite. Nochmal so 10 Grad zu stellen, ja. Das ist was ich hier habe, aber das ist eine blaue. Das kann ich. Aber das ist mega kalt. Wie alt warst du? Oder wie alt bist du? Du hattest noch von Namen vorhin, irgendetwas mit L. Ja,
Celine war das? Celine, Lucrezia. Lucrezia. Ist ja eine Lucrezia? Seid ihr vielleicht in Tschechien hier rübergekommen? Tschechien, Russland, so. Mhm. Versuchen wir mal auf Russland. Fakti, wie er so gut. Gabarisch die Paruski oder Gabarisch die Nemetski? Also jetzt bin ich nicht der Polnisch, der Russisch. Warst du gerne an diesem Ort? Möchtest du nur mit Asi alleine sprechen? Ja, gerne. Sofort. Ja? Wollen wir mal rausgehen? Was war das? Dann kannst du mit Asi alleine reden. Ja, hat schon gehört. Wir gehen jetzt mal raus. Willst du Asi reden? Sollst du die Welle lassen oder hörst du sie? Setz dich, wenn ich dir vorschlage, hier auf die Stufe, leg ich kann zwei Meter auf den Boden und hey, Mann, kannst du... Guck mal, ich setze mich hier auf die Treppe. Da kannst du... Dann kannst du dich, wenn du magst, neben mich setzen. Guck mal, ich leg dir hier... Vor dir, ja, so siehst du nicht, da schmeckt aus. Echt? Ja, oha. Das Rote. Aber das noch daneben legen? Achso. Guck mal, ich sitze jetzt hier auf der Treppe. Stell die Kerne in die Runde. Ja, Achtung, Isa. Und meine Freunde, die werden jetzt den Raum verlassen. Dann kannst du dich mit mir alleine unterhalten, wenn du magst. Okay. Vielleicht traust du dich ja nicht. Wir gehen dann jetzt, ja? Wir kommen gleich wieder zum Asyl. Lass mit Asi alleine sprechen. Dann lass uns mal die Runde. Guck mal, du kannst dich gern neben mich setzen. Ich hab noch genug Platz. Ach, das warst du? Ah. Kannst du mir vielleicht deinen Namen verraten? Mein Name, der ist Asi. Aber ich denke mal, das weißt du. Aber jetzt bist du ja vorhin schon vorgestellt. Im Biergarten? Hast du gerne im Biergarten gespielt? Oder hast du mit dem Biergarten mit deinem Kleid getanzt? Ich würde dir echt gerne helfen, deine Mama zu finden.
Ja, ich bin hier. Ja. Magst du mir nicht mal deinen Namen sagen? Guck mal, du kannst dich gerne neben mich setzen. Waren hier viele böse Männer? Haben die Männer vielleicht deiner Mama wehgetan? Deine Mama geblutet. Magst du nicht mehr mit mir reden? So, mein Lieben, wir haben jetzt 4 Uhr nachts. Wir sagen jetzt langsam mal gute Nacht. Was wir angefangen haben, habt ihr ja gesehen. Wir haben es noch nicht so gesehen. Jenny lässt noch da ihre Isomatte auf. Wo ist sie denn? Da. Ja, da drüben ist das andere Team. Wir sagen mal gute Nacht.
Guten Morgen, meine Lieben. Die erste Overnight hinter uns. Es war krass, hier zu schlafen. Also ich persönlich habe jetzt nicht so viel mitbekommen. Was die anderen sagen, werdet ihr nachher noch sehen. Alles in allem fand ich die Nacht eigentlich relativ ruhig. Jetzt haben wir es halt 9. Also lange mit Schlafen war nicht. Ja. So, meine Lieben, jetzt sind wir am Ende unserer Episode angekommen. Unsere Gemeinschafts-PO, kann man sagen. Fragen wir erstmal die Ghost and Urbex Crew, wie fandet ihr es? Ja, interessant. Ein paar Ergebnisse haben wir einfangen können, ein paar leider nicht, sagen wir mal so. Ja. Man ist vielleicht auch so, zumindest bei uns ist es so, mit ein bisschen zu viel Erwartung rangegangen, weil man sich doch ein bisschen heiß reden lassen hat, was hier alles so passiert ist und. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, die Auswertung. Und ja, zur ersten Overnight war interessant. Mit der Filmerei, also das kriegst du wieder. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es irgendwie noch möglich ist, auf weitere Zusammenkünfte und Unterbringungen, ne? Yes. Ja, definitiv. Ja, Jungs, wie fandet ihr es? Ja, wir kommen wieder. Ihr müsst uns mal ein bisschen mehr überraschen. Leider waren die Ergebnisse ja nicht so toll. Wir finden eine Location. Das weiß man noch nicht genau. Ja, also das, was wir jetzt so vor Ort schon mitkriegen konnten, das war jetzt nicht von Ergebnis her so gut. Ja. Wir wären gerne bei der Disco dabei gewesen, weil da war ja schon ein bisschen mehr los. Ja. Wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder, wenn ihr wollt. Wenn man uns nochmal ertragen möchte. Aber hallo! Es war definitiv spannend und als komplette Runde, denke ich mal, außergewöhnlich. War schön, definitiv. Ja, ich bin auch mal gespannt, was bei den Auswertungen rauskommt. Ja. Wenn da noch irgendwas so. Dann werde ich auf dem Laufenden gehalten, denke ich mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir tauschen uns auch. Ja, Jenny? Ja, also ich fand es auch sehr spannend, interessant und ja, wir hatten ein paar geile Ergebnisse und ich bin auch sehr gespannt, was bei der Auswertung rauskommt. Und ich bin müde. Isa? Das war wirklich wunderbar. Ach so. Ja, das fand ich auch sehr, sehr interessanter Ort. Ja, das hat Spaß gemacht, mit zwei anderen Teams unterwegs zu sein. Ganze Nacht. Bin ich auch gespannt, was wir ja bei den Ergebnissen rausbekommen. Ja, und ich bin auch müde. Ja, wie ihr seht, Laura ist gerade aus dem Bett gefallen. Die hat noch ihren, was auch immer das ist, an. Ihr rosa Schweinchen-Kostüm. Genau. Nein, Schlafanzug, okay? Ja, wie fandest du es, Laura? Ja, ich fand es ganz cool eigentlich. Also es war dann gegen Ende einfach sehr schleppend auf jeden Fall und hat ziemlich Kräfte geraubt, definitiv. Was ich sehr cool fand, ist, dass sie auf jeden Fall die richtigen Leute zueinander gefunden haben. Da darf eine Wiederholung gerne stattfinden. Ja, geschlafen habe ich lieb und ich bin gespannt und lass mich überraschen, was die Auswertungen so ergeben. Da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Ja, Markus, wie fandest du? Also, das Gebäude ist der Hammer. Von der Größe her, von dem, ja, was hier alles drin war in der ganzen Zeit. Ja, dieses Haus hat einfach so viel Geschichte, das kann man in einer Episode gar nicht zusammenfassen. Es ging ja über Jahrzehnte, hat es immer gewechselt. Ja, schwer zu sagen, aber spannend auf jeden Fall. Ellie? Ja, ich finde es hier echt mega ruhig. Also, ich habe ja auch schon an Urlaub gedacht. ich finde auch, dass die richtigen Menschen zueinander hier gefunden haben. Also, ich fand es echt toll. Und ja, ich freue mich auch schon auf die Ergebnisse. Ich war zum Schluss auch wie Laura ziemlich am Ende mit meiner Kraft und ja, bin auch sehr müde. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht mit anderen Teams. Auch zu sehen, wie die anderen Teams arbeiten. Das hat auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Definitiv. Direkt auf Anhieb gut verstanden. Jetzt. Ihr könnt auch gerne besuchen, die Seiten. Ich wollte gerade sagen, genau. Ja. Es gibt noch eine kleine Überraschung. Wir stoßen jetzt noch auf die gute Zusammenarbeit an. Halt, stopp! Ey, ich will auch noch sagen Tschüss, okay? Und für alle, die gerne mal den Ort besuchen können, das könnt ihr tun. Die Leute, die sich um diesen Ort kümmern, freuen sich sogar drüber, wenn ihr eine kleine Spende da lasst. Ja.
Weil, warum einbrechen, wenn man es auch legal machen kann? Und da oben, hast du es drauf, Assi? Da oben steht die Telefonnummer, könnt ihr euch gerne melden, könnt ihr Termine ausmachen. Super nette Leute sind das. Ja, Gunther ist auf jeden Fall immer für jede Unterstützung dankbar. Genau. Ja. Er hat uns hier auch super umsorgt. Wir haben Strom fließend gehabt, wir haben sogar Toilette hier gehabt. Ja. Es war wirklich super. Er freut sich über jede Spende, wie du gerade schon sagtest. Das ist völlig richtig. Und um den Erhalt, ne? Weil, wie gesagt, legal ist besser als illegal. Richtig. Auch für jeden Lost Placer oder jeden Ghost Hunter oder allgemein, der hier einfach nur fotografieren mal möchte. Ja, ja, das man ist hat alles einfach ein sichereres Gefühl. Richtig, ist alles schöner und ja. Ne? Also ich kann es nur empfehlen. Fahrt zu diesem Ort, guckt es euch an. Dieser Ort hat so viel Geschichte. Das ist Wahnsinn. Als ob man das alles miterlebt, wenn man nur kurz hier ist. Ja, kurz hier ist, rumläuft drinne. Ist wie eine andere Welt. Ja, man kann sich direkt bildlich vorstellen. Es ist schon sehr, sehr faszinierend. Ja. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode. Und das letzte Wort hat... Wie immer. Tschüss. Achso, ihr müsst abonnieren, gell? Genau. Und die Links zu den anderen Gruppen... Stehen unten in den Kommentaren. Wird markiert. Auf jeden Fall.